Es ist dir wahrscheinlich egal, wenn ich sage, lass die Finger von dem Fall. Es geht um Radioaktivität. Schlimmer kann's doch nicht werden. Schon vom Omega-Projekt gehört? Hab ich mir gedacht. Die CIA-Dossiers sind verschwunden, aber ich habe nach Kreuzverweisen für Radioaktivität gesucht und das hier gefunden. Interne CIA-Anforderung für 4 Strahlenanzüge. Projekt in Paraguay, Codename Omega. Dort war ein Agent, Deckname Ferris. Keine Angaben über seinen Auftrag. Er ist vor 22 Jahren einfach verschwunden. Mehr war aus den Akten nicht rauszuquetschen. Danke, Dante. Ich muss dringend los. Tascha, ich konnte aus den Akten nicht mehr rausquetschen. Zufällig laufen noch ein paar Leute rum, die wissen, was vor 22 Jahren in Paraguay los war. Jetzt bist du ganz scharf auf mich, hm?